Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gehen wir mal endlich wieder zusammen ins Gym und es wird wieder ein bisschen praktisch. Ich habe euch schon einmal ein ganzes Brustworkout von mir gezeigt. Da, wer es noch nicht gesehen hat, das Problem immer bei diesen Infobuttons ist doch, man drückt doch jetzt nicht währenddessen da drauf, weil dann verpasst man ja dieses Video. Aber gut, dann guckt ihr vielleicht das ein zweites Mal, dadurch kriege ich wieder einen Klick mehr und schon habt ihr auch den Link dann angeklickt. Gute Sache, supportet mich nur. Jetzt gucken wir uns einen Rückenworkout an, aber wir sind heute in einer ganz besonderen Mission unterwegs, denn ich möchte euch gerne einmal zeigen, war auch schon die Frage, und wir haben ja schon tatsächlich ein paar Damen in dieser Community dabei, wie Frauen trainieren, wie die Frauenwelt wirklich auch ins Bodybuilding reinkommt oder, wie sie es ja ganz gerne manchmal nennen, nur straffen wollen und so weiter. Grundsätzlich gelten natürlich ein paar Regeln, die hoffentlich, ach was heißt Regeln, ein paar Informationen, die hoffentlich schon da sind. Das, was man oft Leuten begegnet, die nicht so weit im Sport sind, und ich glaube, die meisten, die meine Videos angucken, werden wahrscheinlich schon ein bisschen weiter drin sein, aber die meisten denken jedes Mal, oh nee, Bodybuilding will ich gar nicht machen, ich möchte ja nicht so aussehen wie du. Ihr werdet niemals so aussehen. Und selbst wenn ihr mal Schreckensbilder gesehen habt von Frauen, die so aussehen wie ich oder krasser, dann sind das Frauen, die das sehr professionell machen und auf höchstem Hormonniveau, die sich halb zum Mann haben werden lassen und die nur unter Einfluss von Steroiden auch nur ansatzweise das schaffen. Ansonsten werdet ihr selbst nach Jahren nicht einmal so aussehen wie ein Mann, wenn er ein halbes Jahr trainiert. Das kann passieren. Das ist natürlich schade für die, die es wollen, aber ihr müsst eben auch keine Sorge haben, am nächsten Morgen aufzuwachen und so auszusehen wie ich. Das ist nicht drin. Das andere ist, dass Frauen eigentlich genauso trainieren wie Männer. Die Muskeln sind so ungefähr die gleichen. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist natürlich das supportende Hormon und der Hormonhaushalt dafür. Grundsätzlich trainieren Frauen auch oft mehr in einem höheren Wiederholungsbereich. Allerdings muss ich sagen, umso mehr man in den professionellen Bereich kommt, desto weniger geschieht das auch wieder. Frauen, heißt es bei manchen Studien, scheinen etwas mehr Volumen und auch Wiederholungen abzukönnen und damit den Muskel besser zu reizen. Ob das allerdings so stimmt, weiß ich nicht ganz genau. Grundsätzlich haben wir große Erfolge auch mit Frauen gehabt, beim ganz normalen Training wie mit Männern auch. Vor allem darf man sich A, nicht scheuen, Gewichte anzufassen. Ja, es wird Gewichte geben und ihr werdet die Gewichte steigern, ihr werdet kräftiger. Und B, ganz wichtig, ihr werdet auch schwitzen und es wird anstrengend sein und ihr geht auch bis zum Schluss. Das typische Bild, was es ja auch teilweise bei Männern gibt, aber bei Frauen noch öfters, wie sie trainieren und sich dabei unterhalten, ja, also da habe ich mir letztens, dann einfach aufhören und das war dann die letzte Wiederholung, das gibt es nicht. Ihr schwitzt und schreit und quält euch genauso wie jeder Mann und da gibt es komplette Gleichberechtigung von der Biologie aus, ihr müsst das Gleiche tun. Und jetzt steigen wir mal ein, heute ein komplettes Rückenworkout. So, wir sehen hier, wir steigen mittendrin im Aufwärmprogramm ein. Ich habe schon öfters was zum Aufwärmen gesagt. Ich wärme mich sehr ausführlich auf. Und zum Aufwärmen gehört hier auch eine Bauchmuskeleinheit. Siehe da, es wurde ja schon öfters mal gefragt, ja, wann trainierst du denn die Bauchmuskeln und wieso trainierst du die nicht und so weiter. Und ja, ich habe gesagt, ich füge es ganz gerne an, und zwar vorne am Training. Das ist nämlich ein gutes Aufwärmtraining. Ihr braucht das allgemeine Aufwärmen dann am Fahrrad nicht mehr. Ihr kommt da ordentlich ins Schwitzen und gleichzeitig, und das ist das Tolle gerade beim Rückentraining, habt ihr die Torso-Stabilisatoren, also sprich die Bauchmuskeln in diesem Fall drin. Aber bei der Übung, die ihr hier seht, die ich euch schon einmal auf dem Video gezeigt habe, da oben findet ihr es, stabilisiert ihr auch den unteren Rücken mit. Und nicht nur das, sondern hier auch noch zusätzlich ein wenig den Lat, denn es ist so ähnlich die erste Bewegung wie Überzüge. Also hier habt ihr eine komplette Körperspannung drin und das ist einfach super für ein Aufwärmtraining, gerade für den Rücken. Ihr seht auch direkt, das klappt bei der Jenny. Ich habe sie noch gar nicht vorgestellt. Ich trainiere hier mit der Jenny. Ihr findet hier den Instagram-Kanal von ihr. Wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Sie ist auch ein Hardcore-Dude und ihr seht ja auch, genau das, was mir fehlt, hat sie ziemlich ausgeprägt. Also da merkt man, sie hat schon einiges an Trainingserfahrung, einige Jahre. Und hier seht ihr, das ist ihre Variante dann davon, weil sie eben nicht ganz so flach mit auf den Boden kommt. Das könnt ihr aber dann eben entsprechend anpassen, wie ihr hier seht. Aber es geht ordentlich auch bei ihr auf die Körperspannung, auf die Bauchmuskeln und ihr seht, da kommt schon so ein bisschen Zittern rein. Also, wie gesagt, sehr gutes Aufwärmtraining allgemein A, und weil ihr einfach schon in Wallung kommt und Kreislauf geht dann los, und B, richtig gutes Aufwärmen für den gesamten Körper und für die Torso-Stabilisatoren, damit ihr dann ins Rückentraining reinkommt. Damit habt ihr dann auch eine Bauchmuskeleinheit abgehakt und
bevor ihr jetzt Angst habt und euch scheut, so etwas zu machen, und das wird ein sehr ausführliches Aufwärmprogramm wieder, das werdet ihr gleich sehen, es wird kein anderer Muskel danach trainiert. Wir haben hier einen, da erkläre ich das jetzt gerade nochmal, wir haben hier einen Vierer-Split mindestens, da wir den Rücken alleine trainieren. Selbst beim Dreier-Split hat man das selten, dass man den Rücken alleine trainiert. Und beim Vierer-Split habt ihr nur den Rücken, das heißt, es gibt kein Trizeps, kein Bizeps, keine Schultern oder so ein Quatsch noch danach. Nein, nur der Rücken. Und deswegen könnt ihr euch ausführlich aufwärmen und dann ist das sogar gut und macht Spaß. Und hier, ihr seht, das hier ist jetzt nicht nur so eine Angeber-Akrobatik-Nummer. Hier versuche ich eine extreme Körperspannung aufzubauen und es gibt auch nochmal eben so einen Körperspannungsreiz. Allerdings eben schon jenseits eines Aufwärmbereichs. Wir haben nur, falls jetzt die Fragen kommen, von den ersten Sätzen an dem TRX-Band haben wir 3 Sätze bereits gemacht, jeder. Und hier sind wir schon gut warm. Das heißt, hier, wenn ich jetzt nur noch 4, 5 dieser Akrobatik-Wiederholung der Körperspannung reinbringe, dann ist das ja eigentlich ein Kraftbereich. Aber das ist absolut okay, denn wir sind hier schon richtig warm und führt einfach, ihr seht, ich schwitze und bin ganz schön außer Atem, nochmal zu mehr Körperspannung. Eine Nachricht für mich. Das sollte man natürlich dann ausmachen. Ihr seht auch, dass bei ihr, sie macht das in einer Variante so, dass sie das am besten bewältigen kann. Sie macht das zum Beinheben. Das Gute hier wiederum, ihr könnt natürlich jede andere Bauchmuskelübung auch machen. Ich würde euch jetzt fragen, warum denn keine Crunches oder kann ich nicht auch in einem Gerät oder so. Das Gute hier ist, wenn ihr hängt, dass ihr gleichzeitig auch wieder den Lat ein wenig drin habt, weil ihr natürlich zumindest hängen müsst und damit den Rücken ein wenig aktiviert, wie bei Klimmzügen. So, hier versuche ich sie nochmal so ein bisschen zu motivieren, vorne meine Hände zu berühren. Und ja, das ist schon ganz schön anstrengend. Auch davon haben wir jeder 3 Sätze gemacht. Wir haben jetzt schon 6 Sätze gemacht für den Bauch und für die Torso-Stabilisatoren. Und jetzt geht es über an eine spezifische Aufwärmübung für den Rücken. Jetzt gehen wir also ins Spezifische schon rein. Das allgemeine Aufwärmen ist damit weg, Bauchmuskelübungen sind damit weg. Und jetzt zeige ich ihr gerade, wie sie im Stehen quasi den Latzug machen kann. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil sie die Beine noch auf dem Boden hat, aber würde sie so Latzug machen, würde sie vielleicht nur 2, 3, 4 Stück schaffen. Viele Frauen schaffen nicht mal 1 und dann sind wir natürlich schon im extremen Kraftbereich und dann wäre es schon die erste Übung. Wir wollen uns hier aber aufwärmen. Hiervon schafft sie also mit Körpergefühl, sollte sie so 15, 20 Wiederholungen machen und noch ein paar übrig haben, aber weil sie selbst bestimmen kann, wie viel Kraft sie aus den Beinen mitnimmt, kann sie das so steuern, dass sie ein gutes Muskelgefühl und einen Pump reinbekommt in den Rücken. Und ihr seht, das, was ich hier korrigiert habe, ist, dass sie das eben nicht mehr zu einer Ruderübung macht, sondern wirklich, weil das unsere erste Übung auch sein wird, den Lat aktiviert. Ihr seht, sie beugt sich hier richtig schön durch und aktiviert damit den Latissimus und sie macht das schon nach einem sehr, sehr, sehr guten Körpergefühl, das sie hat. Also da ist es rein, liegt es an euch, wie ihr das Ganze macht und dass ihr wirklich guckt, so viel wie möglich im Rücken zu spüren. Das könnt ihr beim ersten Satz Klimmzüge kaum machen, weil ihr froh seid, diese zu bewältigen, selbst wenn ihr sie eben gut könnt. Ich mache das Ganze dennoch an der Klimmzugstange und wie ihr seht, mache ich jetzt auch einen sehr kleinen Wiederholungsradius teilweise. Hier gehe ich auch ganz nach Gefühl vor, dann mache ich mal wieder größer. Hauptsache, ich kriege einen guten Pump rein, auch in den Bizeps, die Bizeps sehen, alles wird damit aufgewärmt und mache hier auch so 10, 12, 15 Wiederholungen, keine Ahnung. Das fällt mir relativ leicht, aber es ist eben noch keine richtige erste Übung. Ich gehe noch nicht bis zum absoluten Muskelversagen und strecke auch noch nicht ganz die Arme. Hier versucht sie es auch nochmal, allerdings sind wir da eben schon in einem Bereich, wo sie dann nur ein paar Wiederholungen macht. Das war mir wichtig, das kann man schon eigentlich als ersten Working Set gelten lassen, weil sie hier schon nur 2, 3 Wiederholungen macht. Ich helfe ihr dann dabei hoch, das ist eigentlich das Gleiche, als würde sie auch ihre Beine wieder benutzen. Aber wer Klimmzüge lernen möchte, sollte das machen am Anfang des Trainings. Sie hat das Ziel, mal irgendwann ihren ganzen Körper hochziehen zu können. Und am Anfang des Trainings ist es besser als hinterher, weil da hat man die Power nicht mehr. Und hier kommen wir zur ersten Übung. Das ist der erste Working Set. Ich glaube, bei uns ist es hier schon tatsächlich der zweite. Hiervon machen wir 3 Sätze mit dieser schönen Maschine, die so eine Mischung ist aus Rudern. Ich weiß gar nicht, wie man die Maschine nennt. Die ist auf jeden Fall genial. So eine Mischung aus Rudern und Latzug. Es geht richtig schön auf den unteren Teil und den inneren Teil des Lats. Und ihr seht hier direkt schon, und das ist eins der Hauptthemen heute, wie Frauen trainieren. Sie trainiert in einem hohen Gewichtsbereich, einen niedrigen Wiederholungsbereich, 6 bis 8 Wiederholungen mit schwerem Gewicht. Und sie hat da ordentlich Gewicht bewegt.
Und ich helfe ihr sogar. Es gibt Intensivwiederholungen. Sie schwitzt, sie macht die Augen zu, sie ist richtig platt. So seht ihr sonst nur Männer trainieren, Frauen leider viel zu selten. Sie macht das und sie hat auch ihre Erfolge dadurch. Also, ich kann nur empfehlen, Frauenwelt, so trainiert ihr auch wie die Männer. Und dann habt ihr auch einen entsprechenden Erfolg für euren Hormonlevel. Ihr werdet nicht über Nacht so aussehen wie ich. Selbst ich sah nicht so aus, wie ich über Nacht, wie ich jetzt aussehe. Und ihr seht, ich mache auch nur so 6 bis 8 Wiederholungen. Wo schwitzt die denn? Hier ist ein bisschen trocken, muss ich sagen. Ich schwitze ja sogar auf den Schultern. Ich schwitze auch auf den Schultern. Das ist nur ihr Speichel. Ja? Da wird schon ordentlich geschwitzt. Also auch Frauen dürfen, können, sollen beim Training schwitzen. So, und da ist sie wieder. Immer ausatmen. Immer wenn ich sie gerade anfasse, dann ist das nicht etwa, weil ich mal einfach nur Jenny anfassen möchte, was man ja mal leicht denken mag. Das mache ich auch bei Männern. Wer mir das nicht glaubt, der schaut einfach mal, wenn ich mit Männern trainiere. Und nicht etwa, weil ich bi bin, sondern das ist eine Möglichkeit, wie der Trainingspartner auch ein bisschen mehr machen kann, als ab und zu mal Gewichte anzuheben, mit einem zu quatschen in den Pausen. Setzt sogenannte Triggerpunkte, damit man sich besser in einen Muskel reinversetzen kann. Ich weiß, es gibt so manche Würstchen-Robins hier auf dem Kanal, die meinen, man muss den Muskel nicht fühlen. Setzt einen Triggerpunkt. Gerade beim Rückentraining, wenn ich einmal richtig fest hinten auf die beiden Schulterblätter drücke, dann hat sie das genau lokalisiert und kann versuchen, genau mit diesem Muskel zu ziehen. Und deswegen berühre ich sie dann da hinten, auch damit sie weiterhin im Hohlkreuz bleibt und genau in diesen Punkt reingeht. Was auch gut ist, ist, wenn ihr einfach mal die Handkante hinten reinlegt zwischen die Schulterblättern und den anderen sagt, hey, denk dran, das hier ist ein Blatt Papier und du musst das mit den Schulterblättern einklemmen. Das soll dann von alleine da bleiben. Das ist auch eine sehr gute mentale Möglichkeit, sich vorzustellen, wie man wirklich die Schultern hinten zusammenzieht beim Rückentraining und alles aktiviert. Und auch sie ist ein guter Trainingspartner, weil sie mir hier hilft. Also Assistierende können auch Frauen bei Männern machen, denn das sind ja immer nur ein paar Kilo, die abgenommen werden, damit ich die Wiederholung noch schaffe. Und da lässt sie mich auch ordentlich schwitzen und quält mich. Wir haben auch davon, wie gesagt, jeder 3 Sätze gemacht. Ich will euch hier nicht mal langweilen, das wird sowieso schon wieder ein langes Video. Posen zwischendurch muss immer sein, es ist ganz wichtig. Ach, da sieht die Jenny ganz schön alt aus. So, 2. Übung, Rudern eng. Wir hatten vorher jetzt den Latissimus, das heißt vor allem den unteren Teil des Rückens und jetzt kommt so der brachiale, breite Teil. Deswegen machen wir hier mit einem ganz besonderen Griff, den wir da in dem Studio haben. Enges Rudern am Kabel, Klassiker. Und auch hier wieder, ich halte ihr hinten den Rücken, ich zeige ihr den Triggerpunkt, ich sorge dafür, dass sie die Vorstellung hat, hinten alles zusammenzuziehen. Und ihr seht, das hier kann man nur mit großer Trainingserfahrung machen, was sie hier tut. Sie ist so konzentriert dabei und kann wirklich bis zur letzten Wiederholung gehen. Das sieht man, da muss ich ihr das Kompliment geben, selten bei Frauen. Die brauchen schon einige Jahre an Trainingserfahrung und vor allem richtig viel Biss, damit sie so mithalten. Ich muss sogar sagen, die wenigsten Männer schaffen es auf Anhieb so sehr bis zur letzten Wiederholung schon zu gehen mit der Konzentration und dem Fokus und der Muskelaktivierung. So, und jetzt kommt der stramme Junge noch dran. Hat immer die Basketballschuhe ausgepackt. Ja, ihr seht ganz am Anfang, da kommt ein kleiner Ruck rein, aber ganz zum Schluss ist das Ganze sauber. Und auch da versucht sie wieder ein bisschen mitzuhelfen. Das geht auch. Ein paar Kilo kann sie dadurch abnehmen, vielleicht hier ein paar Gramm. Und auch von der Übung machen wir wieder insgesamt 3 Sätze. Normalerweise sollte es schon so sein, nach dem Aufwärmtraining, nach dem spezifischen Aufwärmtraining und dann anschließend nach diesen ersten 6 Sätzen von den ersten 2 Übungen, dann ist euer Rücken eigentlich schon richtig gut platt. Wer den da bis da noch nicht platt gemacht hat, der ist entweder nicht bis in jedem einzelnen Satz bis zum allerletzten gegangen, bis zum Muskelversagen, oder hat ein bisschen geschummelt. Keine Ahnung. Da muss man schon richtig erschöpft sein und ihr seht ja auch, wie wir schwitzen. Und hier seht ihr genau das, was ich mache. Ich halte meine Finger hinten zwischen ihren Schulterblättern, sodass sie ein bisschen mehr Orientierung bekommt, die richtig zusammenzuziehen da hinten. Eine ganz wichtige Sache, gerade im Personal Training Bereich sollte man immer eine Assistenz bringen, damit der Klient, damit der Trainierende ein besseres Muskelgefühl bekommt.
Gerade am Rücken sehr wichtig. Vorne rum haben wir grundsätzlich besseres Muskelgefühl, weil wir das auch selbst machen können und eigentlich, was wir sehen, auch oft besser ansteuern können. Das ist beim Rücken nicht unbedingt der Fall. Und beim Rücken haben wir so viel Muskulaturen, die kreuz und quer übereinander und untereinander gehen. Da ist es wirklich mal ganz gut, das zu berühren. Probiert es mal aus. Gebt euren Partner mal ruhig ein bisschen fester reindrücken, wirklich wie bei so einem Akupunktieren, wie beim Triggern, wo er hin soll, und er kann es besser ansteuern. Hier sehen wir das Ganze nochmal von hinten und da macht sie das auch. Sie möchte jetzt vor allem, das übt da ein bisschen Druck aus, dass ich weiter vorgelehnt bleibe, dass ich ein bisschen aufrechter das mache. Das geht dann ein bisschen mehr auf den Latt und man lehnt sich nicht ganz so weit zurück, und da wollte sie mich nur ein bisschen extra quälen. Hier haben wir jetzt die dritte Übung im Bunde. Und zwar nochmal breites Rudern. Das ist hier eine ganz besondere Maschine im Five Star Fitness in Langenfeld, die echt Spaß macht. Wir haben sie mal ausprobiert und ihr seht, sie greift extrem breit. Das geht alles auf den oberen Schultergürtel. Wir müssen uns vorstellen, wir haben jetzt vorher vor allem unten den Latt trainiert mit der ersten Übung, dann ungefähr den mittleren Teil, den großen Teil des Rückenmuskels und jetzt nochmal alles obenrum am Schultergürtel. Vor allem der hintere Delta ist da drin, der obere Nacken ist da drin und so weiter. Von der Übung habe ich jetzt nicht so viel gezeigt. Ich habe sehr oft nicht aufgenommen, auch wie ich das mache. Im Prinzip haben wir davon auch jeder drei Sätze gemacht und jetzt kommt die allerletzte Übung. Das ist die vierte Übung für den Rücken. Es ist schon totaler Overload, aber ihr seht auch wieder, hier halte ich die beiden Finger zusammen und sage ihr, bitte für diese zusammen bei der Übung, weil da machen das sehr viele, dass sie sehr weit vorne rudern, aber die Schultern nicht zusammenziehen. Auch hier wieder, für die beiden Finger zusammen, und tatsächlich, sie spürt dann regelrecht, weil ich die Finger da drauf halte, wie sie sich annähern. Eine super Hilfe. Und was sie hier macht, das ist ein Auspowersatz. Ich helfe ihr hier nochmal. Intensivwiederholung gibt es. Und was wir hier machen ist, wir gehen hier auf Dropsätze danach. Das hier ist der erste Satz, wo sie das dann quasi noch ohne Dropset macht. Aber zum Auspowern, habt ihr schon öfters bei mir gehört, gibt es jetzt gleich einen richtigen doppelten Dropset von mir. Das heißt, vierte Übung. Hier wird nicht mehr Masse draufgepackt, hier wird nicht mehr mit viel Kraft angegangen oder so etwas. Das hier ist, um nochmal ein bisschen Form reinzubringen, eine Isolationsübung. Und hier geht es jetzt los. Ich habe das erste Gewicht eingestellt und danach geht es noch zweimal runter. Bei der Übung Reverse Butterfly kann ich auch immer nur empfehlen, versucht mal nicht so sehr auf euch, auf den hinteren Delta zu konzentrieren, obwohl es hauptsächlich ja dafür ist, sagt man immer, oder auf den Trizeps, weil die kommen automatisch eher schon mit. Was schlechter mitkommt, ist die restliche, vor allem der innere Trapez und die Trapezaktivierung generell. Wenn ihr euch mal darauf konzentriert, dass die Kraft von innen kommt, also die Arme zusammengezogen werden von eurem Trapez und das, wie bei den Fingern, was ich gerade gemacht habe, die zusammenzuführen, dann fühlt sich die Bewegung schon komplett anders an. So sehr, dass ihr Trizeps und hinterer Delta viel weniger spürt. Und auch da wieder, Muskelgefühl ist eine sehr wichtige Sache. Mit der Übung kann ich hauptsächlich den Trizeps trainieren oder hauptsächlich den hinteren Delta oder sogar den ganzen Rücken. Je nach Muskelgefühl, obwohl die Bewegung immer die gleiche ist. Ja, sowas gibt's, aber das lernt man nur mit einer gewissen Erfahrung. Und jetzt kommt nochmal sie, auch mit einem Dropset. Das zeigt nochmal, dass auch Frauen einen sehr anstrengenden Dropset machen können. Auch da gibt es kein Entkommen vor. Also auch sie macht jetzt hier einen dreifachen Dropset, das heißt zweimal wird das Gewicht nochmal reduziert und dieser extreme Auspowersatz zum Schluss gemacht. Das ist eine Isolationsübung quasi, dass hier geht es nicht mehr um Kraft, hier geht es nicht mehr um Masse draufpacken oder dergleichen, sondern hier geht es wirklich darum, nochmal den oberen Schultergürtel und den ganzen Rücken auszupowern mit dieser Übung. Bei dieser Übung, ganz wichtig, deswegen halte ich auch immer ihre Ellbogen hoch, hier geht es wirklich auf den oberen Teil und den Schultergürtel. Hier kann man eben enorm nach Muskelgefühl gehen und Unterschiede ausmachen. Ich kann die Übung benutzen für den Trizeps, ich kann die Übung benutzen für den hinteren Delta und auch für den gesamten Rücken, je nach Muskelgefühl, das man reinsetzt. Das ist ein großer Erfahrungswert, den man dann natürlich braucht, aber eben diese Unterstützung, die ich hier gebe, mit den richtigen Triggerpunkten und dass sie das ansteuern können und nochmal die Ellbogen hochhalten und so weiter, das gehört alles mit dazu. Und das ist dann auch das Ende des Trainings. Wir hatten eben ausführliches Aufwärmen und man muss bedenken, dass hier sind 12 harte Sätze bis zum Muskelversagen gewesen. Das sollte immer ausreichen. Da muss man keine 2 Stunden im Fitnessstudio bleiben. Mit dem Aufwärmen hat man hier gut 1,5 und 2 Stunden gehabt. Und ihr seht auch, ich bin nicht nur durchgeschwitzt, wir sind tatsächlich auch ziemlich erschöpft und am Ende angelangt.
Da helfe ich auch nochmal. Also ihr seht, das ist mit Intensivfütterung, das ist mit allem und dann lässt auch irgendwann die Konzentration nach. Danach ist gar nicht mehr so viel drin. Geschafft. Wie fühlst du dich, Jenny? Erwischt. Sie hat es geschafft. Und sie hat sich besser gemacht als ich. Training erfolgreich. Ja. Und beim nächsten Mal dann die Beine. Wenn deine Handschuhe verstärkt. Und den Hintern. Ja. Der wird dann so aussehen. Tja, also vielleicht beim nächsten Mal dann noch Beine und Po mit Jenny. Da muss ich mich mal durchscheuchen lassen. Also, wenn ihr so etwas gerne nochmal sehen wollt, ich habe keine Ahnung, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Möchtet ihr mehr dieser ganzen Workouts mal sehen? Möchtet ihr mehr zum Thema Frauen und Workouts sehen? Möchtet ihr mehr von Jenny sehen auf diesem Kanal? Dann lasst es mich wissen. Das geht nur mit den Kommentaren. Daumen hoch und runter, zeigt mir nur, fandet ihr gut. Aber vor allem, wenn ihr mehr davon sehen wollt und was ihr sehen wollt, ganzes Schulter-Workout mal oder sonst irgendetwas. Und Frauen können auch richtig heftig bei der Brust trainieren und beim Bizeps und beim Trizeps, also nicht nur Beine oder Rücken oder dergleichen. Dann lasst es mich wissen. Ich habe keine Ahnung, sind das jetzt lange 17 Minuten oder 20 Minuten für euch gewesen oder ist das ein wertvolles Video für euch? Wie gesagt, haut in die Tasten, schreibt alles da unten nieder und abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Vielen Dank an Jenny und vielen Dank an das 5-Star Fitness in Langenfeld. Und ja, damit bin ich raus. Bis bald, euer Gotti.